Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosuck the Sims 4. Und ich hoffe, auf der einen oder auch anderen Art und Weise familienadäquat, zumindest katzenadäquat. Oh ja, hier sehen wir sie. Jenny Quantum, die ich sehr viel Mühe gemacht habe, aber trotzdem nicht so ganz geworden ist, wie ich es eigentlich haben wollte, warum ever.com. Ja, so ist das manchmal. Und ich würde mal sagen, wir schmeißen mal hier die Simulation. Oh, wo rennt sie denn jetzt gerade hin? Was hat sie vor? Aha. Maya Müller hat sie vor. Hallo, Maya Müller. Ja, Maya Müller ist ganz krokett. Man weiß nicht warum, aber sie ist es. Und ich himself bin dabei. Ja, was machen wir denn hier? Gucken wir mal. Was machen wir denn hier? Was habe ich denn vor? Ah, ich will dir Müll leeren. Lass dir das eine leeren sein. Auch gut. Jo. Ja, nicht so einfach. Haben wir eigentlich unsere Familienversammlung an? Familienversammlung starten. Gibt ein paar Punkte. Danke sehr. Genau. Apropos, kriegen wir jetzt eigentlich neue Gruppenfunktionen im Tiermodus? Wartet mal. Da sollten wir direkterweise mal nachschauen. Gruppenoutfits ändern, Gruppenvorteile kaufen. Schauen wir mal nach, was es da Neues gibt. Vielleicht gibt's was Tiermäßiges. Geht ja vielleicht tierisch ab. Aha, da haben wir tatsächlich auch was. Wir haben die Bodenfähigkeit. Die haben wir noch nicht geholt. Die holen wir uns. Danke sehr. Dann haben wir die Erziehungsboost. Die haben wir auch hier noch nicht in diesem Haushalt. Dann haben wir Singenboost. Auch das haben wir noch nicht. Und jetzt gibt es zwei neue Sachen. Einmal haben wir Tiererziehungsboost. Dieser Boost beschleunigt das Tempo, in dem dein Sim während einer Gruppenversammlung Tiererziehungsfähigkeiten aufbaut. Wie geil ist das denn? Nehmen wir natürlich auch. Und wir haben Tierarztboost. Dieser Boost beschleunigt das Tempo, in dem dein Sim während einer Gruppenversammlung Tierarztfähigkeiten aufbaut. Yes, auch das da. Danke sehr. Schauen wir nochmal nach, ob wir hier noch was haben, was wird mich irgendwie neu erstellt. Aber es sieht so aus, als wäre das schon alles in Ordnung, was wir hatten. Das sieht auch alles so aus, dass wir alles so hätten. Alles super schön und gut. Gut, was haben wir denn da? Wieder eine Aktion. Gruppenaktivität. Oh yeah. So, also, wieder eine Aktion aus. Essen und Trinken. Wir müssen mal schauen, ob wir hier natürlich auch was Neues mit Tiere haben. Dann sollten wir das natürlich auch forcieren. Baden, Duschen, Fernsehen, Internet surfen, Objekte reparieren, säubern, blasen, sowieso Schwall. Sozial. Was haben wir denn da? Witze, bla, sowieso. Aber nichts mit Tiere. Draußen, Lagerfeuer, Labyrinth, Irren. Frösche suchen, super geil. Unfug, Chaos. Objekte sabotieren. Vampirkräfte benutzen. Objekte stehlen, hacken. Spiel und Spaß. Weg das Lama nicht, das ist so ein Arcade-Automat. Jo, auch nichts sonst weiter. Hobbys. Wellness machen ist immer super, super. Wissenschaftliches Objekte verwenden. Auch nichts. Und das sieht auch noch nichts aus. Essen und Trinken. Gut, da ist sonst nichts weiter mit Tiere. Wer ist denn das da bitte? Eine Seniorin. Was will die hier? Und warum will die hier? Ich will nichts von dir. Hau ab hier. Ja, kannst du tausendmal klingeln. Ich lasse sie einfach draußen versauern. Bin ich ja gerade durch das Mobiliar gelaufen oder sah das nur so aus? Ich weiß es nicht. Gut, auch mal räumen bitte. Danke. Und sie muss dringendlich auf Toilette. Oh Gott. Ja, lassen wir sie mal auf Toilette gehen. So, einmal bitte verwenden. Hygiene. Ja, auch mal bitte Hände waschen. Und danach darfst du dich schlafen legen. Hier, Maya Müller. Schöne gute Nacht.
Es ist sehr spät geworden. Und wie sieht's bei Me Himself aus? So, sie schläft schon, wa? Nee, sie ist höchst konzentriert. Okay, wie sieht's denn bei mir aus? Energy, eigentlich soweit in Ordnung. Ach, der Filter ist auch wieder an und so aktuell. Ich muss das auch wieder alles einrichten. Ich muss das alles wieder einrichten. Ja, ja, was ist denn hier los mit ihr plaudern? Ich bin doch zu nett zu ihr. Definitiv zu nett. Toilette ist sauber. Jenny, was ist los? Hä? Ja, was los? Magst du die Badewanne? Du magst irgendwie dieses Bad hier auf der Seite, wa? Ich habe auch erst überlegt, dass Katzenklo auf dieser Seite reinkommt. Ja, das war ja auch so wie mal der Urgedanke gewesen dazu. Aber na gut, ist halt so erstmal. So, dann kannst du das hier mal bitte leeren. Danke sehr. Wir ziehen mal die Wände rein, damit sie so ganz kahl aussieht. Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Kannst ja mal gucken, ob die Katze rufen kannst. Jenny! Jenny? Jenny! Auf Tier warten. Jo. Hat nicht geklappt. Oder doch? Da kommt sie. Jenny kommt. Hallo Jenny. Was ist das? Na, jetzt guckt sie raus. Ich weiß aber nicht, ob das was ist, das wirklich das Richtige für Jenny ist. Ja, also. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ah, jetzt guckt sie sich die Mülltonne an. Okay. Sie ist zumindest beschäftigt. Das funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich glaube, es geht immer so in die Blickrichtung der Katze. Das heißt, die Kamera ist dann immer dahinter oder so. Was kann man denn sonst noch mit ihr machen? Mal gucken wir mal nach. Reden, loben, kennenlernen. Ja, hallo Jenny. Huhuhu, ja. Ja. Hochheben. Jetzt stehe ich da wie ein Zinnsoldat davor. Ja, du bist so süß. Und einmal hochgehoben. Das will ich mir jetzt mal genauer betrachten. Ah. Ja. So, ein Bild geschossen. Ein Bild mit diesem Bild. Und weiter. Oh. Der Blick, der ist so geil. Der ist so real. Der ist echt so real. Das geht gar nicht. Also einige dieser Animationen sind so Hammer. Guckt euch das mal an. Ist das ist doch göttlich, oder? Da wegen hier. Nachteule. Wegen Merkmal Nachteule. Yeah, ich bin eine Nachteule. Ja, och ja. Mensch. Streicheln. Halten. Nochmal umarmen, halten. Jetzt häng ich wieder. Ich denke mal, das kommt so langsam der Rechner hier in die Kapazitätsgrenze. Ja, er lädt immer anscheinend irgendwelche Animationen nach oder sowas. Verwurstet und verfleichtet lesen. Streicheln, umarmen, bürsten, kennenlernen. Was haben wir denn sonst noch? Freundlich.
Auf Couch verwöhnen. Ach du geiler Hammer. Auf Couch verwöhnen. Jetzt wird's richtig Hammer. Jetzt mal sehen, ob das geht. Also, es ist ja. Auf Couch verwöhnen. Jetzt gehe ich erstmal hoch oder was? Na? Wo ist sie hin? Ah, sie ist dahin. Wow, das ist jetzt so richtig das Senioren-Bild. Das ist jetzt so richtig das Senioren-Bild. Der große alte Opa mit der Katze auf der Bank. Scheiße, das ist so geil. Oh je. So, bei der Bewegung finde ich also doch ein bisschen hektisch. Jenny mag es eher ruhiger, da bin ich ganz ehrlich. Oh, ja. Ich bin gerade so ein bisschen hinweg. Also, wenn ich gerade ein bisschen weniger quatsche als sonst, das liegt gerade an der Szenerie. Och ja, Mensch, Jenny, hast du das gut? Oh ja, Mann, komm. Das magst du, ne? Ach, das mag sie wirklich. Real Life auch. Da könnte ich den ganzen Tag auf den Schoß haben. Und Jenny mag's und mag's und mag's. Es wird ja noch nicht mal zur Fülle oder so. So, was haben wir denn sonst noch? Mehr Auswahl. Ich guck mal nach, was gibt's noch hier? Freundlich. Was gibt's denn noch? So, reden mit Laserpointer, Leckerchen, küssen? Es geht aber ein bisschen weit. So, mehr Auswahl. Was haben wir denn so? Streichen, was ist das? So, dann gibt's Tierpflege. Hoch eben Outfit ändern. Ah ja, okay. Und gemein anbrüllen, verscheuchen, ausschimpfen. Okay. Das gibt's also auch noch. Ja, und sie ist jetzt da in diesem beheizten Garten eingeschlafen. Da ist ja doch ein bisschen Natur. Also Balkon hat sie ja real life auch. Aber die andere Tür habe ich abgeschlossen, wie gesagt. Ja, weil Jenny ist einfach nicht gewohnt, ist draußen auf der Straße im Garten oder so rumzulaufen. Balkon kennst du, das passt schon hier. Das ist schon in Ordnung. Vielleicht sollte ich diese Türen hier auch noch sicher machen, weil ich nicht weiß, ob sie da runterspringen kann. Ich habe ja kein Katzennetz. Ich weiß gar nicht, ob die Katze das hier macht oder so, hier runter zu springen. Das ist ja alles so eine Sache. Das weiß man nicht. Abschließen für alle Tiere. Jeden außer Familienmitglieder. So, und dann nochmal abschließen für alle Tiere. So. Sicher ist sicher. Das ist. Man weiß ja nie. Ja, und dann schläft sie dort. Gut, ich sollte dann aber auch langsam schlafen gehen. Auch wenn jetzt PC-Spielerei gerade. Ich bin gerade am Hacken. Sehr schön, dass ich hier am Hacken bin. Super. Ja. Gut, das heißt, wir gehen mal in die Pfanne. Schlafen, schlafen, schlafen. Weil ich habe nämlich was vor. In der morgigen Aufnahme und dafür sollte ich dann schlafen gehen. Was haben wir denn hier für neue Symbole? Sanfte Streichereinheiten, ein Tier zu verwöhnen, verstärkt Exos ein ebenso gutes Gefühl wie dem Tier selbst. Und dann haben wir nochmal haarige Gefühle, mit dem Tier zu kuscheln ist wie eine Therapie. Vielleicht liegt es an den vielen Haaren im Gesicht. Ja, die hat er sowieso im Gesicht, die vielen Haare. Hashtag Bart, aber nicht Simpson. Gut, einmal geschlafen. So, und sie ist noch wach. Sie ist glücklich. Und sie ist am Essen. Was isst sie denn gerade und wie viel isst sie denn da? Oh, Binja. Ja, oh, Binja, ja, wink mal Jenny zu. Ja, Jenny hockt jetzt davor. Gut. So, sie räumt auf. Dann kann sie danach auch schlafen gehen. Okay, einmal die Falle. Da ist die Falle und einmal schlafen. Danke sehr. Und dann ist natürlich die Frage, ob die Simulation überhaupt dann noch schnell geht, wenn man hier eine Katze hat.
Oder ob sie da auf einmal wie vom Blitz getroffen anfängt zu flitzen, weil die Zeit voranschreitet. Das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Das ist natürlich dann auch noch so ein Geheimnis, was so ein bisschen die Frage ist. Ja, der Staubsaugerroboter. Tja, was ist los? So, aha. Da ist jemand nochmal wach geworden. Hier, schlafe mal bitte. Nochmal ein bisschen, ne? Ein bisschen kannst du nochmal schlafen. Ja, ab in die Falle mit dir. 5 Uhr morgens ist mir noch ein bisschen zu früh. Aha. Gut, Meier Müller hat Hunger. Das heißt, wir machen hier mal mehr Auswahl, öffnen uns das ganze Ding mal und essen mal hier sowas. Ein Gericht nehmen, danke sehr. So, und dann habe ich neue Optionen gesehen. Die will ich mir ganz mal angucken. Da haben wir mehr Auswahl. Mal. Reste nehmen. Reste nehmen habe ich auch, glaube ich. Hausmannskost. Futterrezept kochen, Hausmannskost, Futterrezept für Jenny kochen, Lunchpaket zubereiten, Reste nehmen, Gourmetmenü, okay, 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 sie ist auch wach geworden. So, jetzt will ich aber erstmal gucken, wie es bei mir aussieht. Me himself sagt, dass ich eine Kleinigkeit essen könnte, auf jeden Fall noch, mehr Auswahl. Wo haben wir es denn? Öffnen. Hier mal eine Kleinigkeit nehmen. Danke. Und während ich jetzt mir die Kleinigkeit nehme, sehe ich gerade, es ist wieder soweit. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und morgen geht's dann in den neuen Abschnitt der Karte. Weil ich neugierig bin, wie die Karte aussieht. In dem Sinne, euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und Cheerio.